Hallo, hier ist die Miri von Kabandens. Dieses Video wird recht spannend, wie ich finde. Also ich bin super aufgeregt, weil ich in diesem Video euch wissen lassen möchte, was bei mir das letzte bisschen ausgemacht hat, um nicht jahrelang zu brauchen, um mich von der hormonellen Akne und dem Haarausfall generieren zu lassen. Also mich davon zu erholen. Ich gehe hier in dem Video darauf ein, was man eben tun kann, um entweder Xenoöstrogen, also eine Anhäufung von Xenoöstrogen, also einen Östrogenüberschuss im Körper vorzubeugen, oder aber um sich davon zu heilen. Also wenn man eigentlich schon viel zu viel davon in sich hineingepumpt hat, zum Beispiel durch die Antibabypille, wie ich, und einfach leidet, echt absolut leidet unter den Symptomen, die man davon hat. Das heißt, in dem Moment, in der Situation, also willst du bei mir war es so, ich wollte gar nicht mehr vor die Tür, also ich habe mich so geschämt, ich habe mich so elend gefühlt, auch wenn ich wusste, die inneren Werte zählen, das kann keinen kalt lassen, das geht einem echt an die Substanz, wenn eben das ganze Gesicht voll gepickelt ist oder die Haare ausfallen, man hat echt nur noch so einen dünnen Schopf und hat einfach Angst, dass man alle Haare verlieren wird und sieht einfach aus wie so ein Häufchen Elend und Weißes und das geht einfach an Selbstbewusstsein. Deswegen für mich, also ich hatte alle möglichen Veränderungen, die man natürlicherweise einleitet in meinem Lebensstil, schon längst begonnen, schon seit Monaten, zu dem Zeitpunkt, als es so schlimm war. Und hab dann, das hat mir halt einfach nicht gereicht. Ich war so am Leiden. Der David meinte auch, ich habe einfach nur uns gefragt, wie lange muss es noch gehen? Und ich habe mich einfach zu Tode recherchiert, was ich dabei unterstützen kann. Ich habe irgendwann auch gedacht, Mann, komm, ich nehme auch Nahrungsergänzungsmittel, wenn mir das hilft. Also ich bin eigentlich ein Mensch, ich bin total gegen irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, weil ich von Grund auf für mich sage, das braucht einfach keiner. Punkt. Also wenn man eine gesunde, ausgewogene Ernährung hat, also das gibt dem Körper das gibt, was er braucht, meiner Meinung nach ist das eben die pflanzenbasierte, kohlenhydratbasierte Ernährung, dann braucht der Körper einfach kein Nahrungsergänzungsmittel mehr, weil jede Zelle alles bekommt, was sie braucht. Und das war für mich ein kleiner Kampf, ein kleiner Streit in mir selbst. Also du kannst ja jetzt kein Nahrungsergänzungsmittel nehmen, da fällst du doch nur auf irgendwelche Industriesachen rein, auf irgendwelche Produkte, die dir sonst was weiß machen wollen und aber gar nichts können. Ich bin aber auf ein bestimmtes Produkt gestoßen, das mein absolutes persönliches Wundermittel ist. Ohne Mist. Ich würde mir selbst Vorwürfe machen, wenn ich nicht andere davon wissen lassen würde. Aber ganz wichtig, vor allem soll stehen, grundsätzlich bin ich der Meinung, keiner braucht irgendein Nahrungsergänzungsmittel. Für mich war das aber völlig gerechtfertigt in der Situation, ist es für mich, für jeden, der in so einer unnatürlichen Situation ist, damit meine ich einfach, wenn jemand sich mit der Pille zum Beispiel, ich nehme mal die Pille als Beispiel, so hormonell durcheinander gebracht hat, dass man diese Probleme bekommt, dann ist das für mich ein unnatürlicher Zustand des Körpers. Also der Körper ist mit unnatürlichen Sachen vollgepumpt und vor dem Hintergrund habe ich mir dann gesagt, das ist völlig legitim und völlig gerechtfertigt und völlig gut, wenn ich mich jetzt dazu entscheide, ein Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, das meinem Körper hilft, diese Xenoöstrogene zu entgiften und eben wieder schnell, also meiner Leber auch helfe zu entgiften und den Zellen helfe eben, dass einfach insgesamt meinem Körper helfe,
die Gifte, also diese toxischen Östrogene, auszuscheiden. Das war für mich also völlig logisch und ich habe gesagt, ey komm, ich probiere das aus, denn ich hatte was gefunden, was mich total begeistert hat, als ich davon gelesen hatte. Ich habe mir natürlich Studien und sonst was reingezogen. Ich habe geguckt, was es mit dem Wirkstoff auf sich hat, weil ich eben nicht betrogen werden wollte. Außerdem kommt das Produkt aus den USA und die produzieren ja auch schon mal viel, wenn sie lustig sind. Also ich habe halt versucht, mich nicht emotional treiben zu lassen, sondern wirklich sachlich zu entscheiden, das macht Sinn oder das macht keinen Sinn. Ich habe The Love Vitamin, den YouTube-Channel gehabt, das ist von der Tracy Raftel und die hat eben einen total krassen, coolen Channel nur über Akne die ganze Zeit und die hat echt da viel durchgemacht und weiß viel darüber. Und auch High on Health, also die Friend Care von High on Health ist total da, ich will jetzt nicht sagen Expertin, die haben das auch nicht studiert, aber die haben ich glaube, sie haben einige Ausbildungen. Ist ja egal. Auf jeden Fall habe ich da sehr viel drüber gelernt, über Akne und was die Pille macht und so weiter. Also auch viel davon, was ich euch in diesen Videos sage. Die haben dann eben irgendwann angefangen, über dieses Nahrungsergänzungsmittel, dessen Namen ich noch nicht verrate, aber es kommt gleich, dieses Nahrungsergänzungsmittel eben zu bewerten und davon zu erzählen. Und haben eben beide gesagt, boah krass, ey, ich nehme das jetzt seit 3 Monaten, meine Akne ist weg. Und ich dachte erstmal so, krasser Scheiß. Also das muss ich mir näher angucken. Ich habe dann eben die Wirkstoffe, der Wirkstoff ist die Indolylmethane und wird in den USA oder eben auch schon in anderen Erdteilen eingesetzt gegen Krebs. Und Krebs, wie wir wissen, ist oft verursacht durch Östrogenüberschuss. Krankhaften Östrogenüberschuss und breitet sich eben dadurch aus. Da habe ich mir dann so gedacht, okay, das ist schon mal eine gute Voraussetzung dafür, dass es auch helfen kann gegen meinen ungesunden Xenoöstrogenüberschuss. Diese Xenoöstrogene sind eben auch bei manchen Menschen die Ursache für die Krebsentwicklung. Ich hatte direkt gedacht, okay, das ist logisch. Der andere Inhaltsstoff heißt Indol-3-Carbinol und für den gilt quasi dasselbe. Da könnt ihr selbst auch mal nachrecherchieren. Aber am besten auf Englisch, dann findet ihr auch was. Es ist nämlich sowas wie bei der veganen Ernährung, High-Carb-Ernährung, dass es eigentlich keiner weiß und deswegen jeder denkt, das stimmt doch nicht. Aber das ist super wichtig, dass Menschen das einfach endlich wissen. Was wollte ich sagen? Genau, das ist sehr wichtig, also das hätte ich von Anfang an sagen müssen. Es ist ein rein pflanzliches Nahrungsergänzungsmittel. Es ist kein Hokuspokus da drin. Es sind einfach nur pflanzliche Wirkstoffe, die den Zellen, also besonders bei der Entgiftung von den schlechten Östrogenen, die eben nicht die gewünschte östrogene Wirkung haben, wie unsere körpereigenen Östrogene, zu entgiften und eben diese loszuwerden. Und weil die halt auch so hartnäckig oft auch in unseren Fettzellen, besonders eben bei Frauen, festhalten. Die Logik dahinter ist, ich finde es total faszinierend. Ich weiß gerade nicht genau die Zahlen, aber dieser Wirkstoff, die Indolylmethane und Indol-3-Carbinol, den findet man in allen Kreuzblütlern. Das sind zum Beispiel Brokkoli, Blumenkohl, Rosenkohl, alle möglichen anderen Kohls, also eben alle Kreuzblütler, könnt ihr euch selbst alle möglichen Listen raussuchen. Der Stoff, der ist ganz konzentriert, also in kleinen Spuren ist er eben in den Kreuzblütlern zu finden und ganz konzentriert ist der Stoff in diesem Nahrungsergänzungsmittel, das ich habe. Es ist auch nicht das einzige
Nahrungsergänzungsmittel, das diesen Wirkstoff irgendwie in sich hat. Das haben schon ganz, ganz viele nachgemacht. Aber man sieht es in ganz vielen Erfahrungsberichten, in ganz vielen Bewertungen, dass das eigentlich das Einzige ist, was am meisten hilft. Also dass die Verbindung mit anderen Stoffen, die noch die Absorption fördern, dass das einfach der Burner ist und dass das auf jeden Fall hilft. Für mich war es nicht ganz einfach, das Geld dafür auszugeben. Es ist also jetzt nicht billig. Ich war so verzweifelt, ich habe gesagt, ich probiere das aus, komme was wolle. Ich habe es ausprobiert für 3 Monate und meine Akne war weg. Also ich bekomme jetzt manchmal noch den einen oder anderen Pickel. Aber ich habe halt vorher, komme ich jetzt gleich noch drauf, was halt eigentlich auf jeden Fall die Basis von einer Regenerierung, also von einer Erholung und Entgiftung von solchen Xenoöstrogenen sein sollte. Das ist halt natürlich kein Nahrungsergänzungsmittel. Also kein Nahrungsergänzungsmittel kann wirklich helfen, wenn nicht alles andere im Leben auch parallel dazu geändert wird. Ja? Also wenn nicht ungesunde Sachen ausgetauscht werden, man sich nicht einen insgesamt gesunden Lebensstil aneignet. Und dazu komme ich also gleich noch. Aber jetzt will ich euch kurz noch den Namen sagen von diesem, meinem persönlichen Wundermittel. Und zwar ist es Estroblock. Ist drin, vielleicht könnt ihr es selbst lesen, wenn nicht, dann schreibe ich es euch hin. Das. Ich kann auch noch mal näher drauf eingehen, wenn ihr das gerne wollt. Ich weiß, es sieht total aus so, okay, braucht kein Mensch. Ich sag's aber nur, weil es in meinem Herzen ist, weil es mir wirklich... Also ich hatte vorher schon 7 Monate lang oder so, habe ich eben die High Carb vegane Ernährung gehabt und eigentlich auch schon immer einen ziemlich gesunden Lifestyle gehabt, habe ich immer viel bewegt. Und also im Vergleich zu anderen schon echt gesund. Aber ich habe dann eben, als ich, nachdem ich die Pille abgesetzt hatte, auch geguckt, okay, wo räume ich noch in meinem Leben auf und ich will einfach jetzt gucken, dass ich wieder in den grünen Bereich komme mit meiner Gesundheit. Hätte aber halt nicht gedacht, dass die Pille so einen großen Schaden nochmal anrichtet. Obwohl ich eben schon meine Ernährung im grünen Bereich hatte und eben auch sonst alles mögliche andere nicht mache. Also ich nehme keine Drogen, ich rauche nicht, was weiß ich, was es alles gibt. Ich trinke nicht. Genau. Aber weil das Video eigentlich jetzt zu lang wird, mache ich die Sachen über den Lebensstil und was eigentlich als allererstes auch verändert werden muss im Leben oder was eben gegen die Xenoöstrogene hilft und das Entgiften von ihnen, das mache ich im nächsten Video. Also ganz wichtig, ich will nochmal betonen, dieses Nahrungsergänzungsmittel ist nicht das, auf das ihr euch alleine verlassen solltet. Das ist nicht gesund. Also ihr müsst schon, das große Bild muss schon stimmen. Aber ich kann für mich ganz ernsthaft sagen, ich habe mich monatelang davor schon, habe ich schon gesund mich ernährt und alles Mögliche. Und es wurde immer, immer schlimmer. Und wie gesagt, ich habe sau arg gelitten. Und das Estroblock hat mir wirklich geholfen. Innerhalb von 3 Monaten, bei manchen geht schon innerhalb von 2 bis 4 Wochen oder 6 Wochen, meine ganze Gesichtsakne loszuwerden. Und ich habe jetzt immer noch so ein bisschen irgendwie, aber ich nehme das auch immer noch und habe nur die Dosis verringert und irgendwann kann ich dann eben ganz aufhören, es zu nehmen, wenn mein Körper eben wieder im Gleichgewicht ist, hormonell. Also das ist nichts, was man sein Leben lang nehmen muss. für mich ist es wirklich mein persönliches Wundermittel. Und ich weiß, dass manche Leute jetzt irgendwie total vielleicht angepisst sind und sagen, oh Mann, ey, fängt die da an, über so ein scheiß Produkt zu reden. Für mich ist es wirklich ein Herzensanliegen. Und jetzt kommt das Krasse noch. Ich bin so überzeugt davon und so begeistert davon,
dass ich eben den Hersteller gefragt habe, ob ich das hier in Europa auch verkaufen kann an Menschen, die damit Probleme haben, weil es eben, mich hat es total genervt, dass ich selbst so viel Geld für die Shipping-Kosten, also für die Versandkosten auch ausgeben musste und das war einfach so teuer. Da habe ich die halt gefragt, ob man das irgendwie umgehen kann und ich wollte mich einfach echt einsetzen dafür, dass andere Frauen, ich kenne so viele Frauen mit den gleichen Problemen auch nach dem Pille absetzen, aber eben nicht nur danach, aber das ist jetzt so meine Story. Die damit bestimmt so, die das gleiche erleben könnten wie ich, das ist für mich so eine Befreiung gewesen. Und ich kann einfach nur von mir sprechen, was es bei mir getan hat, und ich kann aber auch von anderen sprechen, die, also lest euch die Amazon-Berichte durch, lest euch alles mögliche durch, was ihr dazu findet. Das ist der Burner, das wird euer Gehirn wegblasen. Also das ist, wenn ihr in der krassen Situation seid, wenn ihr betroffen seid gerade und wie ich verzweifelt nach einer Unterstützung sucht, wie ihr wieder gesund werden könnt, dann lest euch das durch. Ich leg's euch ans Herz. Und ich kann sagen, was es für mich getan hat. Ich sehe, was es für andere tut. Auch schon für Freundinnen, die das auch ausprobiert haben und Erfolg damit haben. Und dann entscheidet für euch, ob ihr das ausprobieren wollt oder nicht. Mir geht's echt null um irgendein Geld. Ich kann es so betonen, aber ich weiß, dass schon die 1000 Dislikes kommen werden. Mir geht es einfach nur darum, das weiterzugeben. Und ich verkaufe das nicht, weil ich reich werden will. Ich verkaufe das quasi, weil ich dadurch Menschen, die ich kenne, in erster Linie, aber auch überhaupt in Europa Menschen die Möglichkeit geben zu können, dass es nicht super teuer ist, von den USA sich das zu holen, sondern dass es günstiger ist. Und das, probier es einfach aus oder lass es, ist mir völlig egal. Ich hoffe nur, dass ihr das in richtigen Hals kriegt, nicht in falschen, dass ihr einfach euch nicht gedrängt fühlt, gar nichts, aber dass ihr einfach jetzt das Wissen habt, okay, es gibt da etwas, das könnte mir eventuell helfen. Ich sage nicht, ich verspreche dir, das ist das Nummer 1 Mittel und Wundermittel überhaupt. Ich sage nur, es ist mein persönliches Wundermittel und vielleicht ist es das wert für dich, das mal auszuprobieren. Und wenn du sagst, okay, ich möchte zumindest mal mehr darüber wissen, dann kannst du mir schreiben an info@carbundance.com. Das ist meine E-Mail-Adresse. Ich kann sie auch nochmal unter das Video schreiben. Genau, und du kannst alle Fragen an mich abfeuern, die du beantwortet haben willst. du musst auch gar nichts kaufen. Du kannst aber alles Mögliche mich fragen, wenn du möchtest. So. Jetzt bin ich einiges losgeworden, was auf meinem Herzen ist. Und die Serie ist aber noch nicht zu Ende, noch lange nicht. Wie gesagt, ich gehe noch viel drauf ein, was man dagegen tun kann. Auch besonders, was man gegen Xenoöstrogene, wo sie drinnen sind. Und halt eben das, die ganze Lebensgrundlage, also was man so in der Hand hat, was einem bei der Genesung helfen kann. Ich hoffe, das hat euch geholfen und ich freue mich aufs nächste Video. Ciao!